Meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen. Ich darf Sie willkommen heißen, die Sie andernorts fleißig waren und jetzt dazugekommen sind. Und ich darf Sie begrüßen, die sich schon den ganzen Tag mit dem Thema innere Sicherheit beschäftigt haben. Wir haben vorhin gemeinsam hier im Fraktionssaal überlegt, wie wir die Sicherheit in unserem Land gewährleisten können, auch angesichts neuer wichtiger Herausforderungen. Wir haben gesprochen über den Terrorismus von Islamisten, wir haben über Cybersicherheit gesprochen und die zeitlosen Klassiker der Kriminalität, Einbrüche und Gewalt. Besonders ist mir hängen geblieben eine Aussage des Innenministers, Thomas de Maizière sagte, was ist eigentlich anders? Und seine Antwort war, nicht die Dynamik der Ereignisse, sondern die Dynamik der Stimmung. Das ist bei mir hängen geblieben. Für die Stimmung in der Fraktion maßgeblich verantwortlich ist deren Vorsitzender Volker Kauder, Ihr Gastgeber, und dem darf ich jetzt das Wort übergeben. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die allermeisten, gehe ich mal davon aus, haben wir ja heute Mittag schon bei der offiziellen Eröffnung unseres Tages der Sicherheit gesehen und begrüßen können. Wir haben die Rede von Thomas de Maizière gehört und es ist deutlich geworden, dass wir dem Thema Sicherheit eine ganz zentrale, besondere Bedeutung beimessen. Es ist die entscheidende Aufgabe des Rechtsstaates, für Sicherheit für seine Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, weil genau dies können die Bürgerinnen und Bürger nicht. Sie haben auch diesen Gedanken, Sicherheit zu schaffen, an den Rechtsstaat abgetreten und der muss deshalb auch dafür die Verantwortung übernehmen. Wir haben eine ganze Reihe von Gesetzespaketen in den letzten Monaten beschlossen, auf den Weg gebracht. Das heißt, wir haben unsere Aufgaben weitgehend erfüllt. Es geht jetzt darum, und das mahnen wir immer wieder an, es nützen die besten Gesetze nichts, wenn sie nicht auch angewendet werden. Der Vollzug, und da sehen wir doch noch Luft nach oben, um es mal so schön zu formulieren, je nach Bundesland unterschiedlich viel Luft. Beim südlichsten Bundesland in Bayern so gut wie keine. Wenn wir mal davon ausgehen, da wird das alles sehr konsequent auch durchgeführt. Und wir freuen uns jetzt, wir, Gerda Hasselfeld und ich, dass wir Ihnen heute Abend jetzt die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ankündigen dürfen, Frau Angela Merkel. Liebe Angela, herzlich willkommen bei unserem Kongress hier auf der Fraktionsebene. Und ich will da gar nicht mehr lange weitermachen. Sie sind ja nicht gekommen, um mich zu hören, sondern um die Bundeskanzlerin. Und deswegen hat die jetzt gleich das Wort. Lieber Volker Kauder, liebe Gerda Hasselfeld, liebe Kolleginnen und Kollegen aus unserer CDU-CSU-Fraktion und liebe Gäste, die Sie ja auch zahlreich heute hierher gekommen sind. Ich glaube, dass die Zahl derer, die jetzt heute sich hier auf dieser sogenannten Fraktionsebene versammelt haben, dafür spricht, dass das Thema ein Thema von großer Bedeutung ist. Und wir, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, aber natürlich auch die Bundesregierung, der Bundesinnenminister hat ja bereits zu Ihnen gesprochen, haben uns diesem Thema natürlich zugewandt, verpflichtet, weil wir wissen, dass es hier um eine Kernfrage des Verhältnisses von den Bürgerinnen und Bürgern zu ihrem Staat geht. Und die Menschen erwarten, zu Recht sage ich, dass der Staat alles Menschenmögliche, alles Machbare tut, um für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger einzustehen. Und wir wissen, dass Freiheit auch nur gelebt werden kann, wenn Sicherheit weitestgehend garantiert ist. Und wir sind in den letzten Monaten und Jahren, aber vor allen Dingen auch in der letzten Zeit, sehr stark mit terroristischen Angriffen konfrontiert worden, die natürlich
Menschen verunsichert haben, Fragen aufgeworfen haben. Und erst Anfang dieses Monats raste in Stockholm ein Mann mit einem LKW in eine Menschenmenge. Es handelt sich also nicht nur um ein deutsches Phänomen. Wir wissen aus Paris, aus Frankreich von schrecklichen Anschlägen und wir wissen aus anderen Ländern von solchen Anschlägen. Und es gibt immer wieder, und damit möchte ich beginnen, viele, viele Menschen, die deutlich machen, wir wollen Sicherheit, wir wollen auch die notwendige Rechtsordnung dafür, aber wir wissen auch, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt bedeutet, dass wir der Opfer gedenken, dass wir Beistand für die Verletzten und Angehörigen geben und dass wir immer wieder ein Zeichen setzen dafür, dass wir uns unsere Art zu leben in den freiheitlichen, demokratischen Gesellschaften nicht kaputt machen lassen wollen. Und immer wieder gibt es Menschenmengen und die gerade in Schweden war es sehr beeindruckend, wie die Bevölkerung reagiert hat. Und einer hat gesagt, wenn uns die Dunkelheit umgibt, ist es wichtiger denn je, mit Licht und Wärme zu antworten. Das heißt also, es geht im Großen und Ganzen darum, dass wir als Gesellschaft Zusammenhalt demonstrieren wollen, aber natürlich auch, dass wir die richtigen Antworten auf die Herausforderungen geben. Und da war in unserer Diskussion immer wieder prägend, dass wir auf der einen Seite diejenigen, die unsere Sicherheit verteidigen, die sie garantieren, die dafür arbeiten, dass sie von uns Unterstützung bekommen. Das ist einmal die gesetzgeberische Unterstützung, aber das ist auf der anderen Seite auch das Werben darum, dass die ganze Gesellschaft sie unterstützt. Und wenn man erlebt, was für Diskussionen es zum Teil in einigen Bereichen und bei anders gestalteten Regierungen auf Länderebene zum Beispiel gibt, mit wie viel Misstrauen man auch Polizistinnen und Polizisten entgegensteht und entgegensieht, dann kann ich nur sagen, jeder soll sich einmal in die Situation hineinversetzen von jungen Männern und Frauen, die bereit sind, für unsere Sicherheit jeden Tag ihr Leben immer wieder auch in Gefahr zu bringen. Und deshalb können wir nicht dankbar genug dafür sein, dass es Menschen gibt, die sich dieser Arbeit verpflichtet fühlen, die sie gerne machen, die sie mit großem Enthusiasmus und großer Leidenschaft machen. Danke dafür. Und das gilt für unsere Bundespolizei, das gilt natürlich für die Polizisten in den Ländern, das gilt für die Nachrichtendienste, die wir brauchen. Und ich glaube, wir haben in den letzten Monaten und Jahren natürlich von dem notwendigen Schutz auch der individuellen Daten, wie wir es ja auch im Zusammenhang mit den NSA-Vorkommnissen diskutiert haben, aber auch erkannt, wie wichtig die Dienste sind, ob es die Auslandsdienste sind wie der BND, ob es der Verfassungsschutz ist. Und deshalb auch hier ein herzliches Dankeschön, denn die Arbeit und das Bundeskriminalamt natürlich, die Arbeit findet oft im Verborgenen statt, muss im Verborgenen stattfinden. Aber dort arbeiten Tausende von Menschen mit Hochdruck zur Aufklärung. Und wir haben gerade jetzt an dem Beispiel des Anschlags auf die Mannschaft, auf den Mannschaftsbus von Dortmund gesehen, was für irrwitzige Konstellationen sich heute auch ergeben können. Und deshalb auch ganz ausdrücklich unseren Sicherheitsbehörden ein herzliches Dankeschön. Und Sie haben ja heute schon im Detail über all unsere Gesetzesvorhaben gesprochen, um die Fragen, die zusammenhängen mit der Frage der Flucht und der Migration und der Frage, wer hat ein Aufenthaltsrecht bei uns und wer nicht, mit den notwendigen Instrumenten, die wir brauchen. Ich will beispielhaft hier nur die Verlängerung des Ausreisegewahrsams nennen, mit erleichterter Abschiebehaft, mit der Gefährderfrage, Präventionsmaßnahmen, elektronische Fußfessel, all das haben Sie schon im Detail diskutiert. Aber ich will nur zwei, drei Säulen nennen, die, glaube ich, ganz wichtig sind für die Architektur in unserem Land. Das erste ist, wir brauchen genügend Menschen, die bereit sind, diese Aufgabe der Garantie, der Sicherheit auch zu übernehmen. Und da haben wir seitens des Bundes, glaube ich, Maßstäbe gesetzt, was das Haushaltsrecht anbelangt und die Haushaltsmittel, die wir zur Verfügung gestellt haben, was der Aufwuchs in den Behörden anbelangt
Und ich glaube, BKA, Bundespolizei, Bundesverfassungsschutz stehen jetzt vor riesigen Aufgaben, die Menschen zu finden, sie auszubilden, ist schnellstmöglich, und dann auch die Mittel zu nutzen, die wir ihnen in die Hand geben. Ähnliche Entwicklungen haben wir glücklicherweise in einigen Bundesländern, in vielen Bundesländern. Ich sage, in den unionsregierten Bundesländern stärker als in anderen. Darauf sind wir stolz. Wir sind ja hier bei einem Kongress der CDU und der CSU. Und wir wollen junge Menschen auch ermutigen, sich in diesem Bereich zu engagieren, beruflich zu bilden und den Beruf dort zu sehen, ihre Zukunft dort zu sehen. Und deshalb ist der gesellschaftliche Rückhalt für die Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, so wichtig. Aber Personal alleine reicht nicht. Oft wird die Diskussion auf die Personalfrage verengt. Und das halten wir für falsch. Denn wir leben in einer Zeit, in der sich die Kommunikationsmöglichkeiten der Menschen dramatisch ändern. Jeder erlebt das an den Möglichkeiten, die sein eigenes Smartphone, sein eigener Computer mit sich bringt. Und wer da geistig stehen bleibt bei den Auseinandersetzungen über die Telekommunikationsüberwachung am Festnetz, der tut den Menschen, die im Sicherheitsbereich arbeiten, eben nicht das, was sie, oder gibt ihnen nicht das, was sie brauchen. Und ich halte deshalb für eine der wichtigsten Aufgaben, dass man nicht permanent ideologisch über die Fragen redet, was kann sein und was nicht sein kann, sondern pragmatisch sich anguckt, was sind heute die Möglichkeiten, und von der Ausstattung mit dem Auto bis zur Überwachung des Informationsaustausches brauchen unsere Sicherheitsbehörden die modernsten Möglichkeiten, hier auch wirklich agieren zu können und denen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zerstören wollen, sozusagen das Handwerk zu legen. Und das ist unser Maßstab bei dem, was wir in den letzten Monaten erarbeitet haben. Und da wird es auch, ich glaube mal, wir haben so viele, ich sehe gerade den Abgeordneten Meyer, der uns jede Fraktionssitzung eigentlich wieder neue Gesetze nennt und der Rechtsbereich, genauso Lisa Winkelmeier-Becker, sozusagen immer in langen Linien. Ich gebe zu, es ist gar nicht so einfach für jeden Abgeordneten im Wahlkreis noch zu sagen, was die letzte Neuerung war. Aber wir werden nicht stehen bleiben können, weil sich auch die technischen Möglichkeiten permanent weiterentwickeln. Und deshalb hat es gar keinen Sinn, irgendwann einen Schlussstrich zu machen und zu sagen, jetzt haben wir alles getan, sondern wir müssen immer wieder bereit sein, den Behörden und den Menschen, die die Sicherheit ausüben, die sie garantieren, das Werkzeug in die Hand zu geben, was sie brauchen, um deutlich zu machen, der Rechtsstaat lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen, sondern der Rechtsstaat hat die Möglichkeiten, das einzuklagen, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten, nämlich Sicherheit zu garantieren. Und in diesem Zusammenhang heißt eben die technologische Entwicklung unser Begleiter. Und in diesem Zusammenhang müssen wir da auch immer wieder dazulernen und auf diejenigen hören, die bestimmte Dinge brauchen. Der dritte Punkt, der uns sehr beschwert und über den der Bundesinnenminister auch sehr viel nachgedacht hat, Vorschläge gemacht hat, oft auch kontroverse Vorschläge gemacht hat. Das ist die Frage, wie bekommen wir denn ein einheitliches Sicherheitsniveau in der gesamten Bundesrepublik Deutschland? Und da muss ich sagen, haben die Menschen mit Recht wenig Verständnis dafür, wenn es einen unterschiedlichen Grad von Sicherheit gibt. Wenn wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Situation haben, dass dort Schleierfahndung nicht praktiziert wird, dafür in Bayern die Schleierfahndung praktiziert wird, wenn wir Unterschiede haben bei der Frage der Überwachung, zum Beispiel der Beobachtung von Gefährdern, wie wollen wir das erklären? Und deshalb werden wir uns als Bundestagsabgeordnete und als Bundesregierung nicht damit zufrieden geben, dass wir 16 unterschiedliche Sicherheitsniveaus in 16 verschiedenen Bundesländern haben, sondern wir brauchen ein vereinbartes Sicherheitsniveau, und zwar ein hohes, und darauf werden wir weiter drängen und das werden wir auch kritisieren. Und je weniger wir das haben, je weniger sozusagen die freiwilligen Absprachen funktionieren, umso stärker wird natürlich auch immer wieder der Ruf nach Zentralisierung. Und ich kann die Bundesländer verstehen, die sehr gut dastehen. Aber auf der anderen Seite, wenn man aus Bundesländern kommt, die nicht ganz so gut dastehen, dann sagt man, es wäre doch schön, wir hätten hier eher auch Durchgriffsmöglichkeiten des zentralen oder der föderalen oder der Bundesebene.
Und diese Frage wird uns weiter begleiten, auch das sage ich voraus. Wir haben einige gute Austauschmöglichkeiten, Zentren für Terrorismusabwehr und anderes. Auf der anderen Seite müssen wir hier auch schauen, dass die Verantwortlichkeiten klar geklärt sind. Und wir brauchen zum Beispiel, das leuchtet, glaube ich, jedem eigentlich ein, eine einheitliche Gefährderdefinition für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Wie will eine Bundesbehörde mit Ländern diskutieren, wo in jedem und in den Ländern unterschiedliche Gefährderdefinitionen existieren und man dann jeweils unterschiedlich argumentiert? Und wenn dann etwas passiert, wird das Verständnis der Bevölkerung mit Recht nicht da sein. Und deshalb müssen wir immer wieder die Hand auch in diese Wunde hineinlegen. Ich glaube, dafür hat jeder Verständnis. Und dann haben wir ein Gebiet, mit dem hat sich die Bundesregierung jetzt verstärkt befasst. Ich vermute, der Bundesinnenminister hat dazu auch Stellung genommen. Und das ist die ganze Frage der Sicherheit auch unserer Infrastruktur. Hier geht es um Cybersicherheit, um Sicherheit in Zeiten von der Möglichkeit von digitalen Cyberangriffen, Zugriffe auf sensible Datensysteme, Spionage, Sabotage, sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch im Bereich der staatlichen Infrastrukturen. Wir haben hier eine neue Strategie erarbeitet und wir haben auch fachlich und organisatorisch uns neu aufgestellt. Wir haben eine mit der neuen Cybersicherheitsstrategie auf die verschärfte Bedrohungslage besser reagiert. Und wir werden zum Beispiel die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITES, für die Anfang dieses Jahres der Startschuss gefallen ist, aufbauen, um auch über Forschung und Entwicklung unsere Sicherheitsbehörden immer wieder auf dem neuesten Stand zu halten. Hier ist es, glaube ich, auch angemessen, alle Sicherheitsbehörden doch an diesen Forschungsergebnissen teilhaben zu lassen. Und wir brauchen natürlich in dem gesamten Zusammenhang auch eine viel stärkere Vernetzung in der Europäischen Union. Ich will das hier nicht alles aufzählen, aber ich will nur sagen, wir haben uns einen Raum der Freiheit geschaffen, den sogenannten Schengen-Raum, in dem können wir uns frei bewegen, in dem können die Waren frei fließen, die Dienstleistungen, wir wollen einen digitalen Binnenmarkt, alles richtig. Aber ein Raum der Freiheit und Sicherheit hat Grenzen. Und wenn diese Grenzen nicht mehr die nationalen Binnengrenzen sind, da müssen wir die Außengrenzen schützen können. Und wir haben in den letzten Monaten eine ganz doch elementare Erfahrung gemacht, ganz besonders im Jahr 2015, dass dieser Außengrenzenschutz den Anforderungen überhaupt nicht standgehalten hat. Und wir sind jetzt glücklicherweise dazu gekommen, sehr stark auch durch deutsche und französische Maßnahmen, dass wir hier einiges erreicht haben, was wichtig ist, zum Beispiel eine gemeinsame Grenzschutzpolizei. Aber wir sind noch nicht da, wo wir das erreichen, was wir brauchen. Und daran wird jetzt mit Hochdruck gearbeitet, zum Beispiel ein einheitliches Einreise- und Ausreiseregister. Denn wir haben jahrelang es laufen lassen, muss man sagen, dass nicht klar war, wer in den Schengen-Raum eingereist ist, ob der auch wieder ausgereist ist oder nicht. Und so wie das in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel ganz normal ist, muss auch ein gemeinsamer Raum der Freizügigkeit solche Grenzschutzmaßnahmen und solche Transparenzmaßnahmen, dass man weiß, wer ist bei uns, durchsetzen. Und das wird der nächste große, wichtige Schritt sein. Und hier steht Europa vor einer zentralen Herausforderung. Und diese zentrale Herausforderung haben wir noch nicht abschließend bewältigt, das will ich ausdrücklich sagen. Und wir müssen auch zugeben, dass Deutschland nicht immer an vorderster Front dabei war, darauf zu drängen, dass wir diese Herausforderung bewältigen. Aber daran hängt sozusagen ganz wesentlich die Zukunft der Europäischen Union. Hier geht es um sehr viel. Hier geht es um die Frage, ob wir wirklich diese Freiheit der Bewegung der Bürgerinnen und Bürger auf Dauer erhalten können oder ob wir eine schleichende Veränderung haben, wo dann doch wieder überall nationale Grenzkontrollen mit immer größerer Intensität stattfinden, die natürlich gravierende wirtschaftliche Auswirkungen haben würden. Aber diesen Schengen-Raum als den Raum, der dann auch die Außengrenzen definiert, zu akzeptieren, bedeutet völlig neu zu denken. Dann ist unsere Nachbarschaft nicht mehr Polen und Österreich und Frankreich und Luxemburg und Belgien und Niederlande, sondern dann ist unsere Nachbarschaft Russland, Ukraine, Türkei, Georgien, Syrien, ich sage das immer gerne, manche kennen das schon von mir, Jordanien, Libanon, Israel, Ägypten, Libyen, Tunesien, Marokko, Algerien. Wahrscheinlich noch was vergessen. Das ist die Außengrenze.
und der Nordpol, weil Norwegen zum Schengen-Raum gehört. Und in dieser Kategorie müssen wir denken und dann wird sofort die Frage, um welche Konflikte wir uns kümmern müssen, mit welchen Bedrohungen wir uns auseinandersetzen müssen, natürlich eine ziemlich andere, als wenn man mitten im Schengen-Raum sozusagen regional verankert ist und sich mit den anderen, mit den nationalen Grenzen befassen muss. Aber wenn das nicht gelingt, werden die Bürgerinnen und Bürger eben auch kein Verständnis dafür haben, sondern sie erwarten das von uns und deshalb ist das die herausragende europäische Arbeit. Jetzt habe ich sehr viel über die terroristischen Bedrohungen gesprochen, weniger über das, was die Menschen natürlich genauso umtreibt. Und das sind zum Beispiel Fragen des Wohnungseinbruchs oder der alltäglichen, wie man so manchmal sagt, Kriminalität. Und gerade Wohnungseinbrüche sind aus meiner Sicht über Jahre in ihrer psychologischen Bedeutung für die Menschen nicht ausreichend betrachtet worden und auch nicht ausreichend wichtig genommen worden. Das Eindringen in die private Sphäre, ich meine auf der einen Seite sehr, sehr intensive und mit Recht auch intensive Diskussionen, wie kann ich sozusagen Telekommunikationsüberwachung machen. Aber auf der anderen Seite dann so fast die Wohnungseinbrüche als eine Art aufkommendes Naturphänomen anzusehen. Damit können wir uns nicht abfinden. Und deshalb hat Volker Kauder und andere immer wieder darauf hingewiesen, wir müssen Menschen helfen, sich selbst besser zu schützen, deshalb ein KfW-Programm. Aber wir wollen auch, dass wir diejenigen, die Wohnungseinbrüche begehen, ordentlich verfolgen können. Dazu gehört ein erhöhtes Strafmaß, darauf haben wir uns in der Koalition geeinigt. Aber das gehört dann natürlich auch dazu, dass man dann die Übeltäter auch wirklich verfolgen kann. Und das heißt nicht in der Zukunft verfolgen kann, wenn man nicht weiß, wer es war, sondern das heißt natürlich auch in die Vergangenheit zurückverfolgen kann. Und hier kann man nicht den Datenschutz vorschieben und dann damit sozusagen die Aufklärungsmöglichkeiten verkleinern. Und das ist das, worüber wir gerade in der Koalition diskutieren. Und hier werden wir auch eine harte und klare Haltung einnehmen als Union. Ich finde das richtig, weil wir nicht einfach nur per se handeln wollen, sondern wir wollen so handeln, dass es sich wirklich auch so auswirkt, dass es Erfolge zeitigt. Denn die Menschen leben nicht von Worten, sie leben auch nicht von den Gesetzen auf dem Papier, sondern sie erleben davon, dass ihre reale Situation besser wird. Ich kann Ihnen als Bundeskanzlerin und damit auch Verantwortliche für die Bundesregierung nicht versprechen, dass wir nicht Bedrohungen vergegenwärtigen. Die sind da, sie sind nicht national lokalisiert. Wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen. Was ich Ihnen aber versprechen kann, ist, dass wir uns vor den Herausforderungen nicht beugen werden, sondern dass wir sie mutig angehen, dass wir da, wo neu gedacht werden muss, bereit sind, neu zu denken. Immer im Zentrum den Gedanken, dass Freiheit und Sicherheit aufs Engste zusammengehören und dass wir als Staat, damit Menschen in Freiheit leben können, die Sicherheit gewährleisten müssen. In diesem Sinne möchte ich mich bei allen bedanken, die da mitarbeiten. Das sind schwierigste Gesetzgebungsvorhaben, in kurzer Zeit bewältigt. Das sind große Aufgaben, vor denen die Sicherheitsbehörden jetzt stehen, in kurzer Zeit große Erneuerungen, Umstrukturierungen, Ausbildungsgänge zu machen. Das wirbelt ja solche Apparate auch durcheinander und gleichzeitig immer Höchstleistung zu bringen. Die Bundespolizei, die in der Vielfalt ihrer Aufgaben unglaublich das Spektrum erweitern musste und auch die Mobilität der Menschen, wenn man jetzt mal an die Grenzkontrollen im Süden denkt, die vielen Beamten, die permanent von zu Hause weg sind, die Überstunden schieben, die riesige Herausforderungen haben. Und deshalb neben der Rechtslage ist dieser Kongress einfach auch Ausdruck unserer Achtung vor der Leistung derer, die das, was wir rechtlich verabschieden, jeden Tag in die Tat umsetzen. Danke der Fraktion, dass sie diesen Kongress auf die Beine gestellt hat. Danke allen, die mitgemacht haben. Danke allen, die Interesse haben daran. Und wir arbeiten mit aller Intensität weiter, um das hohe Gut der Sicherheit zu schützen. Herzlichen Dank. Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, zunächst einmal sehr herzlich danken für diese Rede.
Es ist deutlich geworden, welch hohen Stellenwert Sie persönlich, uns, die gesamte Bundesregierung, dem Thema innere Sicherheit, dem Thema Sicherheit der Menschen im Land beimessen. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, wir spüren alle, dass die Herausforderungen im Bereich der Sicherheit größer geworden sind, dass sie komplexer geworden sind, dass sie meines Erachtens nicht nur in der Stimmung der Menschen und der Wahrnehmung der Menschen komplizierter geworden sind, sondern auch objektiv schwieriger geworden sind. Wir stellen uns diesen Herausforderungen und wir stellten uns gerade in dieser Legislaturperiode diesen Herausforderungen in ganz besonderer Weise. Da ging es und geht es einmal um die bessere Ausstattung im personellen und im sachlichen Bereich unserer Sicherheitskräfte. Da geht es aber auch um bessere Befugnisse und die modernsten Instrumente für die Sicherheitskräfte. Und da geht es nicht zuletzt auch um die Verbesserung der Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden und des Bundes, der Länder und im internationalen Bereich. Wir haben nicht nur heute den Tag der inneren Sicherheit, sondern, meine Damen und Herren, mit dem, was morgen im Deutschen Bundestag an vielen, vielen rechts- und innenpolitischen Gesetzen verabschiedet wird, können wir mit Fug und Recht sagen, diese Parlamentswoche ist die Woche der inneren Sicherheit und sie wurde ganz maßgeblich von CDU und CSU vorbereitet und gestaltet. Dass in all diesen Monaten und ja, fast möchte man sagen Jahren in der gesamten Legislaturperiode, das für die Innen- und Rechtspolitiker eine riesen Herausforderung war, verbunden mit vielen, vielen zusätzlichen Verhandlungen, das will ich am Rande noch erwähnen, und unseren Sprechern, die heute ja auch auf den Podien waren, auch ein herzliches Dankeschön der gesamten Fraktion zum Ausdruck bringen. Das war eine gewaltige Leistung. Aber meine Damen und Herren, was wäre das alles, wenn wir nicht die Menschen hätten, die sogar bei zunehmender Gefährdungslage ihre Kompetenz, ihre Tatkraft für unsere Sicherheit einsetzen, bis hin, dass sie auch eigene persönliche Gefährdungen nicht ausschließen. Und deshalb möchte auch ich ganz herzlich danken und möchte den Sicherheitskräften in allen Bereichen, auf Landes- und Bundesebene, in allen Behörden auch zurufen, wir danken nicht nur, wir erkennen nicht nur die Arbeit an, sondern wir vertrauen ihnen auch. Auch das gehört zu einer so schwierigen Aufgabe, die für uns alle Tag für Tag erledigt wird. Sie haben in drei Foren intensiv diskutiert. Ich danke sehr herzlich den drei Moderatorinnen. Nur am Rande erwähnt, es ist immer interessant, dass diese Tätigkeit häufig Frauen erledigen, heute ausschließlich. Ich danke herzlich allen, die sich in den Foren im Podium aktiv mitbeteiligt haben. Das sage ich auch im Namen von Volker Kauder. Danke Ihnen für die Teilnahme an den Diskussionen an diesem heutigen Tag und wünsche Ihnen auch im Namen von Volker Kauder jetzt beim Buffet einen guten Appetit und anschließend auch noch interessante und anregende Gespräche. Einen schönen Abend. Applaus